was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Glänzendes Schicksal und ich haben eine gewisse Vorgeschichte. Ich habe mehrere ETBs, mehrere Tinboxen schon aufgemacht und nachdem es jetzt auf diesem Kanal eine doch etwas längere Pause gab, habe ich beschlossen, so ey, wir machen nochmal was von dem Set auf und dementsprechend habe ich mir hier eine Tinbox gekauft. Wir switchen die Perspektive. Hier unten können wir sie auch nochmal sehen. Ich habe jetzt endlich den Dreh raus, wie ich dieses Handy-Stativ einstellen muss. Und man sieht hier auch unten, wir haben hier unten schön Platz. Das mit der Facecam müsste hier auch ganz gut passen. Aber weil das noch nicht alles ist, weil eine Tinbox alleine, weiß ich nicht, ob wir damit ein gutes Video hinkriegen. Aber just for fun habe ich mir auch nochmal drei Booster Drachenwandel gekauft. Die werden sozusagen das Programm nach der Tinbox sein. Und ja, also in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass ich eigentlich immer ganz gut Glück hatte. Und ich habe aus diesem Set jetzt nach wie vor so ziemlich alles gezogen, was ich ziehen wollte. Also wir haben zum Beispiel zweimal das Glurak in Shiny VMAX gezogen, was es in diesem Set zu ziehen gibt. Einmal auf Deutsch, einmal auf Japanisch, dann aus Shiny Star V natürlich. Das Suicune habe ich auch auf Japanisch gezogen und das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt, sind die Baby Shiny Starters. Bei denen bin ich immer noch auf demselben Stand wie vor einem halben Jahr. Da habe ich wirklich nicht so viel Glück gehabt und ich hoffe, 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 liebe Leute, dass hier jetzt noch was mit dabei ist. So, wir gucken hier einmal rein. Wir haben hier als allererstes den den Boxcode. Den dürft ihr gerne haben, den brauche ich nicht. Dann haben wir hier die erstaunlich gut gesenterte Obelwie in Shiny Full Art Karte. Dann haben wir hier die Booster. Ich werde nichts an der Reihenfolge ändern. Wir starten mit Zard. Wir werden mit Zard enden. Vielleicht kriegen wir ja noch ein drittes Glurak hier raus. Sagte er. Naja, gut. Wir wollen es mal nicht beschwören. Am Ende gönnt die Tinbox gar nicht. Wobei ich fairerweise sagen muss, aus jeder Tinbox ist zumindest irgendwas rausgekommen. Ja, wir gucken hier einfach mal. Wir haben, wie gesagt, die 5 Shining Fates Booster und danach nochmal die Booster von Drachenwandel. Bei Drachenwandel geht immer noch Hand nach den Evolution Full Arts. 3 Stück fehlen mir noch. Blitzer, Aquana und Psyana. Wer weiß, vielleicht ziehen wir ja eine davon aus diesen Random Boostern. Aber erstmal geht es zu Shining Fates. First Pack Magic mit dem Saat Artwork. Richtig gut. Und ja, dieses Video seht ihr erst im Februar und im Februar läuft auf jeden Fall auch wieder die Pack Battle Stream Liga. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall sonntags reinschauen, um dann die Streams nicht zu verpassen und natürlich an dem Giveaway teilzunehmen, was da läuft. So, wir haben eine Wasserenergie, die Gym Trainer, wir haben ein Boyelin, rostiges Schwert, Seper, Weberak, wir haben ein Bautz, Mopeko, Kleptifuchs, Zarude, leider keine Shiny und ein Volcanion. Yeah, woohoo, Party! Damit hat das erste Booster leider nicht so gegönnt. Aber das macht überhaupt nichts. Ich freue mich, dass ich halt auch von dem Set überhaupt noch so ein bisschen was aufmachen kann, weil ja, es sind zwar noch ganz gut Produkte zu haben, daran liegt es nicht, aber es kommt halt einfach so viel cooles Zeug raus, dass man halt wenig Zeit hat, nochmal sich auf dieses Set zu besinnen. Aber ich werde dieses Jahr gucken, dass ich vielleicht noch ein, zwei Openings bringe, solange man noch gut an Produkte rankommt, weil ich zahle keine überteuerten Preise für ein Set, wo ich halt wirklich nur noch wenige Karten draus brauche. Aber vielleicht mache ich das wirklich zum Projekt, die letzten Starter zu ziehen. So, wir haben eine Unlichtenergie. Wir haben Tropius, den Ball Guy, Rusted Sword. Wir haben Cortini, der Delixer würde jetzt ausrasten. Wir haben Yanma, Snom, Kupfanti,
Chimpep, das haben wir zum Beispiel schon in Shiny gezogen. Das ist die einzige Entwicklungsreihe von den Startern, die ich voll habe. Dann haben wir leider wieder eine Reverse. Und dahinter, Hashtag, immerhin eine Holo. Wir haben, oh, es kommt auf der Kamera mega gut zur Geltung, sehe ich gerade. Sehr schön, ein Gaunux. Ja, bisher ist die Tinbox noch nicht besonders stark. Also eine Holo ist ganz nice, aber jetzt nicht das, was wir ziehen wollen. Alter, gehen diese Booster schwer auf. Holy moly. So. Aber wir haben ja zur Not noch so ein kleines Aftershow-Programm. Und ja, die Codes, die behalte ich natürlich, die gehen halt in Projekte wie die Pack Battle Stream League an. Was ich euch auch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es definitiv noch mindestens eine weitere Staffel geben wird dieses Jahr. Vielleicht sogar zwei, mal gucken, es hängt davon ab, wie beliebt das Projekt ist. So, wir haben eine Blattenergie, ein Luxio, Tuch von Team Yell, Chimpep, Chimsticks, da haben wir Chimpep. Wir haben Knackleon, Yanma, Smogon, Morpeko. Jawohl, wir haben Katapoldra als Baby Shiny. Nice, das ist doch eine schöne Karte. Und dahinter nochmal ein Celebi, non-holographic. Ja, Katapoldra als Baby Shiny, das ist doch ein schöner Hit. Geht mit in die Sammlung auf jeden Fall, zumindest bis auf Weiteres. Weil ich bin am überlegen, dieses Jahr eventuell meine Sammlung noch ein Stück weiter zu verkleinern, frei nach dem Motto, mir fällt jetzt gar kein passendes Motto ein, aber auf jeden Fall, ich mag meine Sammlung gerne übersichtlich und wer weiß, was dann noch da drin bleiben wird. Meine PGS-Karten werden auf jeden Fall drin bleiben. Falls ihr euch übrigens ein Video zu meiner PGS-Sammlung wünscht, könnt ihr es gerne in die Infobox, in die Kommentare, meine ich, schreiben. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen hoch geben und laut Espeon ein kostenloses Abo für mehr coolen Pokémon-Content hinterlassen, damit wir dieses Jahr zusammen die 500 Abonnenten erreichen. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt bei wie viel wir jetzt Stand der Aufnahme sind, Stand der Aufnahme sind wir bei 273. Wer weiß, vielleicht haben wir es ja inzwischen schon über die 300 geschafft. Wär cool. So, wir haben schon wieder eine Unlichtenergie. Die sind irgendwie sind fleißig heute. Wir haben eine Unlichtenergie. Überraschung, ha? Team Tuch von Team Yell. Wir haben Tropius, die Arena-Trainer, Shinux. Wir haben Kleptifuchs, Bautz, Knackleon, Bammelin, Celebi in Reverse. Leider wieder keine Shiny. Und wir haben einen Yanmega. Also bisher ist die Tinbox wirklich nicht stark. Schade, schade, schade. Aber wir haben hier noch Last Pack Magic für die Tinbox mit einem Glurak Artwork. Und wir haben ja auch noch die drei Booster Drachenwandel. Es kann ja auch sein, dass die Tinbox so ein bisschen versaut, aber dass dann im Endeffekt die Drachenwandel Booster noch irgendwas liefern. Werden wir sehen. Auf jeden Fall. Last Pack Magic für die Tinbox. Komm, eine Baby Shiny. Eine Baby Shiny geht noch. Wir haben eine Pflanzenenergie. Ein Kotomi. Tropius wieder, den Ball Guy, den hatten wir auch schon. Bautz, Kupfanti, Weberak, Snom, Seper. Ah! Oh! Ich muss leider sagen, das war die schlechteste Tinbox, die ich bisher von Shining Fates geöffnet habe. Ja, mit der Promokarte und leider nur einer Baby Shiny und einer Holo nicht besonders gut. Möglicherweise, es sind random Drachenwandel Booster, die ich bei Smith Toys gekauft habe hier in Kiel. Aber möglicherweise ist da ja vielleicht noch eine V-Karte oder so drin, dass die Hitrate im Gesamten doch etwas nach oben bringt. Ja, weil das wäre schon so ein bisschen enttäuschend. Aber egal, man kann ja schließlich nie wissen. Wir haben schon wieder eine Unlichtenergie. Was ist das heute mit den Unlichtenergien? Wir haben danach Mundtier, Lombrero, Flugdrachenrolle, Huch, Kanivanha, Emolga, Bummels, Cottini, Libiscus, Kleptifuchs in Reverse und leider nur ein Pinsir. Non-holographic. Ja, also
Also das Katapultra ist definitiv ziemlich, ziemlich nice. Da will ich gar nichts gegen sagen. Ist eine coole Baby Shiny, wird definitiv in meine Sammlung reingehen. Aber das ist definitiv nicht genug. Das ist definitiv nicht genug. Ich werde auch morgen ein Video aufnehmen, das ihr wahrscheinlich schon gesehen haben werdet, mit der Aquana Alternativ VMAX Box. Da bin ich schon mega krass gehypt drauf. Das ist werden wieder eine von diesen Boxen, die sich schon wegen der Promokarten lohnen. Falls euch das Video interessiert, das sollte oben auf dem i verlinkt sein. So, wir haben eine Psychoenergie, mal was anderes. Floet, wir haben Sedimantur, Aroma Lady, Kleptifuchs schon wieder, Arctip, Kiesling, Flabébé, Wablu, Bundlebee und Trikifalo, immerhin nochmal eine Holo-Karte. Das rettet es jetzt zwar auch noch nicht wirklich, aber wir belieben, wir können ja auch nicht in jedem Opening Glück haben. Wir haben noch Last Pack Magic mit Felinara und wir glauben einfach bis zum Schluss daran, dass aus dem letzten Booster vielleicht noch eine V-Karte rauskommt. Ich will ja gar nicht zu gierig sein, aber so eine V-Karte sollte schon noch drin sein, finde ich. So, wir haben eine Kampfenergie. Mondsonnenorden, Pyroleo, Montier, Leufeo, Lampi, Kapuno, Ibis, Kanivanha, Tentacha, Drapfel. Leider nichts. Damit war es ein recht schwaches Video. Was heißt ein recht schwaches? Ein sehr schwaches Video. Das sind die Hits des heutigen Tages. Immerhin eine Karte für die Sammlung dabei. Und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann könnt ihr dem Video einen Daumen hoch geben, Lord Espeon, ein kostenloses Abo dalassen für mehr coolen Pokémon-Content. Wir sehen uns dann Donnerstag wieder. Ich weiß zwar nicht mit was, aber bis dann. Ciao.